Bald wird es wieder heißen, Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Die Stadt Bruck an der Mur hat sich für die heurige Waldweihnacht einiges einfallen lassen und gab dies bei einem Pressegespräch bekannt. Man hat bei der Pressekonferenz gehört, man plant seit Wochen. Was ist dabei herausgekommen? Was ist herausgekommen? Das, was die Bundesregierung gestern in ein Gesetz sozusagen verfasst hat, in einen Erlass verfasst hat, die 2G-Regelung ist jetzt einzuhalten, auch bei der Waldweihnacht in Bruck an der Mur. Aber ungeachtet dessen haben wir natürlich seit Wochen und wir sagen seit Monaten am Programm gearbeitet. Das heißt am Musikprogramm, am gastronomischen Programm, aber auch am Kinderprogramm. Und das haben wir jetzt noch kurzfristig nachjustiert. Ich kann sagen, hier in Bruck wird ein sehr umfangreiches Programm warten auf die Familien. Das heißt, wir werden einen Bummelzug haben, wir werden ein Riesenrad haben, wir werden Ponyreiten anbieten, aber wir werden auch Kulinarik anbieten, vom Flammlachs über Kesselgulasch bis hin zu Brucker Burgern. Also es wird hier einiges geben. Natürlich, Glühwein und Punsch gehören immer dazu. Es wird auch was Süßes geben. Und da haben wir in den vergangenen Wochen wirklich massiv gearbeitet. Ich muss da meinem Team danken, die haben wirklich tolle Arbeit geleistet. Und wir haben ein Musikprogramm mit über 25 Musikgruppen, die in den Adventwochenenden hier dann in Bruck an der Mur entsprechend für musikalische Stimmung sorgen werden. Und der Hauptbereich wird am Hauptplatz sein? Natürlich, der Hauptplatz ist wieder unser Kernthema rund um den Christbaum. Diesmal aus dem städtischen Forst kommen wird, werden wir das Weihnachtsdorf aufbauen. Wie gesagt, mit 2G-Kontrolle, das heißt Zutrittskontrolle, aber ansonsten innen mit den bekannten Feuertonen, mit den Stehdecken und allem, wie man es kennt von der Brucker Waldweihnacht. Gemütlich, urig, aber trotzdem mit einem entsprechenden Niveau. Die Stadt Bruck an der Mur wird heuer auch in einem neuen Licht erstrahlen, denn die Verantwortlichen setzen dabei auf neueste Technik. Die gesamte Beleuchtung ist neu. Das heißt, wir haben uns getrennt von den kalten Farben, die damals entschieden worden sind. Und wir haben in Summe jetzt 6 unterschiedliche Motive, die in den Straßen zum Flanieren neu montiert werden. Von den Kosten her ist es so, dass wir auch mit der Beleuchtung, obwohl Erweiterungen am Schlossberg und am Läufer geplant sind und umgesetzt werden, haben wir trotzdem eine minimierte Leistung. Das heißt, wir kommen über die komplette, mit der kompletten Weihnachtsbeleuchtung mit unter 8000 Watt Leistung aus. Und das ist absolut eine tolle Lösung, was nur mit LED-Technik, mit der modernsten LED-Technik möglich ist. Auch der Bürgermeister zeigt sich erfreut und zufrieden über das Programm, aber auch die Lichttechnik, die die Stadt in eine besinnliche, vorweihnachtliche Atmosphäre tauchen wird. Ich glaube, eine wirklich wunderschöne Weihnachtsbeleuchtung, die besinnlich ist, die schön ist, die durchaus auch was hermacht. Also da freue ich mich schon, wenn wir es in Betrieb nehmen. Dann wird es einige neue Punkte geben, die wir beleuchten. Den Läufer auch ein bisschen was im Schlossberg machen. Also wir werden für eine besinnliche Stimmung sorgen und gleich wird auch unsere Waldweihnacht stattfinden. Dort gibt es ein Riesenrad, also wirklich vieles, was neu ist, was anders ist. Und wir schauen, dass wir es diesmal wirklich sehr, sehr besinnlich, sehr, sehr ruhig machen. Natürlich auch im Einklang mit den Corona-Regeln. Aber man kann sagen, alle herzlich willkommen in Bruck an der Mur. Also ein herzliches Willkommen für alle, sofern sie genesen oder geimpft sind. Liebe Kindbergerinnen, liebe Kindberger, es ist mir wichtig, dass jeder, der sich impfen lassen will, auch geimpft werden kann. Ich habe gerade meine dritte Impfung hinter mir und wir sind in der Ordination beim Herrn Dr. Andensteiner und er wird dann quasi fragend beantworten, was Sie wissen müssen über die dritte Impfung. Ja, unsere Telefone sind heute heiß gelaufen wegen der dritten Impfung. Sehr viele haben Gott sei Dank Interesse an einer dritten Impfung, aber es haben auch sehr viele Leute Interesse an der ersten oder zweiten Impfung. Vor allem die erste Impfung wäre sehr wichtig, weil wir haben immerhin noch 40% nicht geimpfte Bürger in Österreich, obwohl unser Bezirk stolz sagen kann, in der Steiermark, wir sind der impfbeste Bezirk in der gesamten Steiermark. Wo können Sie sich impfen lassen? Sie können sich, alle die Kindberg-Umgebung wohnen, können sich gerne bei mir impfen lassen. Wir impfen jede Woche mehrmals. Es wird im gesamten Mürztal von vielen niedergelassenen Ärzten geimpft. Am besten ist, Sie fragen Ihren Arzt des Vertrauens, ob er selber impft oder beziehungsweise wo die nächstmögliche Impfung geholt werden kann.
Wann? Also erste Impfung, klar, so schnell wie möglich. Es gibt ja eine Übergangsfrist mit 4 Wochen. Das heißt, wenn man die erste Impfung hat, innerhalb von 3 Wochen, dann kommt man noch in diese 4-wöchige Übergangsfrist hinein, wenn man sich möglichst schnell impfen lässt, dass man in die 2G-Regel fällt. Beim dritten Stich ist es so, bis jetzt hat es geheißen, spätestens nach 9 Monaten, beziehungsweise jetzt auch nach 6 Monaten. Es hängt aber schon vom vorher verabreichten Impfstoff ab, wann Sie sich wieder impfen lassen sollen. Wenn Sie zum Beispiel 2-mal mit Astra geimpft sind, dann sollten Sie sich bereits nach 4 Monaten wieder impfen lassen, so schnell wie möglich. Weil wir wissen, der Astra-Impfstoff ist der Impfstoff, der am schnellsten in der Wirkung nachlässt. Das andere, nächste wäre, wenn Sie 2-mal Pfizer geimpft sind, dann sollten Sie spätestens nach 6 Monaten schauen, dass Sie den dritten Stich bekommen, nicht erst nach 9 Monaten. Wir wissen auch, dass der Pfizer so nach 4, 5 Monaten deutlich anfängt, in der Wirkung nachzulassen. Wir haben auch entsprechend viele Impfdurchbrüche miterleben müssen in den letzten Wochen. Die Zahlen schnellen ja exponentiell in die Höhe und bald werden die Intensivstationen übergehen. Wir haben hier vom Mürztal aus auch sehr gute Kontakte zu den großen Intensivstationen in der Steiermark und die sind jetzt schon am Ende ihrer Kapazitäten. Wenn Sie 2-mal mit Moderna geimpft worden sind, dann können Sie sich nach 6 Monaten beruhigt wieder impfen lassen. Sie können vielleicht auch noch 1-2 Monate zuwarten. Sie bekommen dann eine halbe Dosis Moderna als Drittimpfung verabreicht. Vergessen habe ich vorher den Johnson, weil der so selten eigentlich verimpft worden ist. Bei Johnson gilt das Gleiche wie für Astra. Impfen tun wir in unseren Praxen mit Pfizer, impfen tun wir mit Moderna. Die Impfärzte haben die entsprechenden Dosen lagernd. Man muss allerdings gewisse Impftage festlegen, weshalb wir sie auch bitten, dass sie sich entsprechend vor der Impfung unbedingt bei uns anmelden für die Impfung, weil ich kann nicht einen impfen an dem Tag, am nächsten Tag, den nächsten. Wir müssen immer ein Fläschchen öffnen und dieses Fläschchen, sei es Pfizer oder Moderna, muss am gleichen Tag verimpft werden. Sie können, wenn Sie Pfizer geimpft sind, eine dritte Pfizer-Impfung bei uns bekommen. Ich biete auch an die Kreuzimpfung. Das heißt, wenn Sie Pfizer geimpft sind, können Sie auch einen Moderna-Impfstoff nachher haben. Das bedeutet, Sie sind dann länger geschützt, ist zwar off-label, aber länger. Dann nächste wichtige Frage bei Eltern mit Kindern. Ab wann können wir unsere Kinder impfen lassen? Ich impfe Kinder im Prinzip ab 7. Lebensjahr, behalte mir aber vor, bei Kindern die Kinder vorher anzuschauen und sollten die Kinder zum Beispiel zu geringes Körpergewicht haben, auch eine Impfung einmal abzulehnen. Das kann passieren, aber prinzipiell ab 7 Jahre wird bei uns in der Ordination geimpft. Bis jetzt Gott sei Dank noch keine Nebenwirkungen beobachtet.